Hallo Leute, willkommen zu meinem Video quasi mit ein bisschen Gameplay vom Event, beziehungsweise vom Festival Wacken, wo wir ein Event haben, wo wir zocken gegen KGB, unser Finalisten. Und Johnny steht hier nur neben mir einfach so aus. Ich winke. Ja, weil Johnny kann das richtig gut so. Klasse, deswegen ist er dabei. Ja, wir sind, wir bereiten uns vor und sind hyped. Mal gucken, ob ein TF-Pick kommt. Sind wir uns eigentlich, wir sind sehr selbstsicher zurzeit. Der King of Spandau-Sieg hat uns die Augen geöffnet, wie gut wir sind eigentlich offline. Ja, wir sind einfach der Wahnsinn. Und ja, sind komplett ready. Champ Select von A bis Z durch. Wir haben TF auf der Liste. Gucken, ob er kommt. Master E auf dem Tim, weiß ich noch nicht. Könnte kritisch werden, schauen wir mal. Ja, KGB ein gutes Team an sich, bisschen was zu denen. Sie haben einen Masterspieler, soweit ich weiß. Im Jungle. Im Jungle, genau. Diamond 4, Top Lane, so im Dreh alles so Diamond 2, Diamond 3, Diamond 1, Diamond hier, bis auf der Jungler. Ich würde sagen, wir bannen den Jungler einfach alles weg. Genau, alle Jungler, die so gut sind, mit denen er ganken kann, und dann sollte dann Klacks werden. Guck mal, ob Pentakill nochmal rumkommt. Tschüsschen, Leute. Kleines Stückchen. Viel Spaß mit Gameplay jetzt. Bestimmt rasieren wir komplett denen die Eier ab, aber naja. Ne? Gewalttätig, aber ja. Willst du nochmal so machen? Soll ich nochmal so? Abonniert mich! Das ist klasse. Carsten, setz dich jetzt hier zu mir, sonst bin ich hier so alleine. Und ja, das Spandauer Inferno auf jeden Fall kein unbeschriebenes Blatt. Die Jungs sind heiß, die Jungs sind eingespielt. Aber auch KGB hat gute Performance abgeliefert gegen das Wacken Offline-Team. Pick- und Bann-Phase beginnt und jetzt wird es natürlich auch ein bisschen taktischer. Wir haben einen Coach auch bei KGB am Start. Und jetzt geht es natürlich auch so ein bisschen darum, was pickt das Spandauer Inferno normalerweise. Wogegen kann man jetzt forcieren? Auch Spin hat jetzt das erste Game von KGB gesehen und versucht vielleicht auch auf das, was sie gesehen haben, so ein bisschen zu reagieren. Oh, da ist der TF, aber Sola, komm, lock ein. Macht er das wirklich? Lock ein. Es wird scheinbar der Twisted Fate bei Sola auf der Botlane. Das wird interessant. Jetzt bin ich echt gespannt, was wir da unten sehen. Die Kindred in den Jungle und es sieht halt wirklich so aus, als ob wir hier das bekommen, weshalb wir alle hier sind, ja? Das ist der einzige Grund. Wollten Sola einfach auf verdammten TF sehen. Und damit sind wir live im ersten Match dieses Best of Threes. Das Spandauer Inferno gegen KGB. Ja, die Frage ist natürlich, will man hier schon aggressiv spielen? Ja, will man, auf jeden Fall. Flash, von hinten kommt Kindred, das ist Unlucky Me, der da dabei ist. Und das wird wohl das First Blood sein. Sehr schön gespielt, damit hat man einfach nicht gerechnet. Man hatte kein Ward im Trial Bash. Und Tim konnte da einfach komplett durchlaufen. Und auch in der Mitte sehen wir jetzt den Schlagabtausch. Gutes 1:0, First Blood für Spin. Irgendwo sein. Und dann muss man das als Botlane spielen, auch respektieren. Jetzt geht's hier wieder los. Und direkt erneut der Gang von Unlucky Me. Und jetzt die Stun-Card von Sola. Und das funktioniert super. Da ist die CC-Chain. Man kann sich super lange nicht bewegen. Und da muss man jetzt aufpassen. Das ist einfach viel zu schnell down. Und auch Soraka hat keine Chance mehr zu überleben. Double Kill für Spin. Das ist richtig gut jetzt im Early Game. Ja, wenn wir uns mal jetzt hier die Items ein wenig angucken, dann sehen wir natürlich, dass der Gold-Eat von 2000 Gold bei Minute 6 reinhämmert. Oh, aber schöner Flash da jetzt nach drüben. Und wieder ist es Unlucky Me, der da den Damage rauszimmert. Es ist so schnell vorbei für Soraka, sie hat gar keine Chance, sich da zu wehren. Da kommt auch kein Flash mehr von ihr, das hatte sie nicht ab, beziehungsweise sie hatte es ab, aber es hat nicht gereicht gegen Tim. 4-0, und das ist eben das, was den Gold League momentan ausmacht, der mittlerweile auf 3K angewachsen ist. Und das bei 7 Minuten, das ist super schnell. Jetzt versucht man da den Silence, aber das klappt nicht. Jetzt kommt der Gang von Graves und da ist Sola sehr weit vorne. Ich denke auch, dass Kutscher ihm da nicht wirklich mehr helfen kann. Sola muss es irgendwie alleine schaffen, der Flash, aber von Ruffle schon sehr, sehr gut gespielt. Und das ist auch mal der erste Kill für KGB. Wir haben eigentlich einen sehr einfachen Gameplan für... Oh, Tim ist wieder am Start. Erneut der Gang von Kindred. Und der macht so viel Schaden, sogar ein Malphite. Es ist unglaublich, wie fix da der Kill durchgeht. Wieder auf Tim. 4-0-1 Kindred. Und jetzt bin ich echt gespannt, was da zusammenkommt. Tim von hinten, auch Renekton Kevin ist dabei. Der Stun ist wichtig von Xeras. Hält er die Rezeption erstmal auf, aber er hat keine Chance, das lange zu überleben. Und da fällt jetzt auch Graves. Und das war super clean executed. Was soll man da machen auf Seiten von KGB? Da geht einfach gar nichts, wenn man
man das so weit überhaupt kommen lässt. Oh, der Fight ist aber noch nicht vorbei. Oh, es geht weiter. Der Stun von Morgana ist gut. Man versucht es jetzt in Seiten von Malphite mit der Ultimate. Kriegt auch zwei Leute, aber Kevin kommt sogar raus mit Renekton. Und jetzt wird es richtig eng, weil auch auf Vladimir wird es jetzt kompliziert, da rumzukommen. Er schafft es sogar nochmal durch die Q von Morgana. Aber der Fight dauert lange und geht insgesamt so stark für Spandauer Inferno. Soda ist jetzt gleich an seinem wichtigsten Item-Spike. Danach kann er so gesehen aufhören zu farmen. Vielleicht macht er das sogar. Hat er mal sogar erwähnt, dass er sagt, vielleicht spiele ich... Oh. Oh, das war ein starker Engage mit der Kanone und da ist die Ultimate von Heimann Digga. Einfach zu stark. Er macht den 1v1-Fight. Johnny hier erfolgreich. Und jetzt sehen wir direkt den zweiten Kampf hier zwischen Tim und Graves. Sola. Ja, kommt raus. Hat er gut gemacht. Sola auch im Kampf, zieht sich aber hier zurück. Muss vorsichtig sein. Er hat nämlich Kutscher nicht an seiner Seite. Er ist ganz alleine auf der Botlane. Jetzt aber auch alleine gegen Swain. Während Soraka hier in die Mitte versucht noch irgendwas zu retten. Aber der Tower wird wohl bald down gehen. Der Dive wird auf jeden Fall riskant gegen den Malphite, der noch Ulti ab hat. Ja, genau das berechnet er eben ein. Jetzt hier Ulti. Die Ultimate ist jetzt auf jeden Fall raus, aber er hat nicht mit Graves gerechnet und das wird gewesen sein für Kevin. Aber hier der Solo-Fight und das ist so schnell von Johnny runtergespielt. Da ist der Stun, da ist der Kill. 1-1 quasi, der Trade auch auf der Botlane, da ist der Damage einfach zu schnell. Was soll man jetzt wirklich noch dagegen kommen? Sola, ja, braucht dann nur die Stun-Card werfen und dann war's das. So, jetzt bin ich gespannt auf die Ultimate. Mindestens zwei muss er treffen, er trifft drei schon mal nicht und damit war's das auch für ihn. Trotzdem, eigentlich der Trade-Worth für Spandauer Inferno. Jetzt sehen wir hier Kevin im 1 gegen 2. Er macht den ersten, kann sich direkt weiter auf Marvin fokussieren. Jetzt ist es ein 1 gegen 3 und jetzt muss er sich zurückziehen. Aber Wahnsinn, wie er hier wirklich im 1 gegen 4 einen Kill rausnimmt und zurückkommt. Und das ist natürlich, oh, er will schon Kevin noch mehr. Und der Schaden ist so unglaublich von Kevin. Wie kann man denn da so rausballern? Jetzt wird mich wundern, ob er da nochmal Leben wegkommt. Er hat noch einen Dash übrig. Der Flash von Malphite geht komplett daneben. Und er kommt vielleicht sogar wirklich raus. Du Tier! Alter! Passiert! Dann von Kevin reingedrückt bekommt, zwei Kills und nicht mal abzuholen. Jetzt ist es einfach wieder Tim, der hier komplett eskaliert. Nächster Kill für ihn. Und jetzt ist es Teras. Er macht hier Ultimate, aber der wird einfach abgeholt. Stun, Karl ist da, Stun von Renekton ist da, Kutscher ist auch in der Stelle und damit, ja, 16-3, jetzt ist es das Ding fast gewesen. Spandauer Inferno, unfassbar stark. Ja, Daddel die Kuh hier auf Xerath wusste und da kommt er nicht mehr raus. Oh, oh mein Gott, jetzt macht Alter. Man aber hier wirklich alles kaputt. Direkt weitergespielt von Johnny. Nächster Kill auf Soraka und der Schaden ist unfassbar stark. Auch DQ connected hier von Kutscher und das ist Wahnsinn, wie er hier mit Morgana umgeht. Bin hier an der Stelle. Ja, wenn man in den Jungle von KGB schaut, da ist alles komplett zugeworden. Die wissen alles. Die wissen alles, jetzt was KGB gerade tut. Jetzt bin ich gespannt. Versucht man da den Spiel mit Graves oder ist das jetzt von Spin bloß so gewollt? Die Stun Card connected, damit ist Malphite definitiv down. Da kann er nicht rauskommen, egal was er macht. Und die CC-Chain hält ihn einfach komplett in einer Ort und Stelle fest. Und jetzt ist Spin natürlich heiß. Jetzt weiß man, dass da alle connecten können. Jetzt versucht man, den letzten möglichen Teamfight einzuleiten. Erneut ist der Schaden da. Erneut ist die CC-Chain connected. Graves ist raus. Vladimir ist raus. Soraka keine Chance. Sehr, sehr squishy. Fällt hier mit zwei Autotags. Und Tim rettet hier nochmal das ganze Team, damit nichts anbrennen kann. Xerath, der letzte mögliche. Und das ist es gewesen für das Ace von Spandauer Inferno. Ja. Da snowballen sie einfach runter. Auch noch zur Stelle, auch mit Soraka, da kann man sich so ein bisschen gegenheilen. Man kommt nicht wirklich durch, aber währenddessen macht halt einfach Kevin den Job fertig. Und auf der Botlane wird gefightet, man lenkt damit alle ab, man lässt niemanden nach oben kommen. Oh, schöne Ultimate von Unlucky Me, der war wichtig jetzt für Johnny, dass er hier nicht das Zeitliche segnet. Jetzt kommt der Engage nochmal von Malphite und der Teamfight könnte sehr interessant werden. Jetzt fallen hier zwei vom Spandauer Inferno. Jetzt muss man aufpassen, Renekton, dass man nicht zu schnell ist. Renekton finished hier, er versucht so ein bisschen den Backdoor, während alle anderen mit Kämpfen beschäftigt sind. Double Kill jetzt nochmal für Sola und Xerath muss hier den Fight weiterführen. Er muss jetzt zurück, währenddessen Kevin in das der Base den ersten, den zweiten Tower macht. Und er kennt sich ja mit Backdoors aus. Das hat er in der LCS gezeigt. Jetzt darf er selber mal an den Nexus ran. Und ich bin gespannt, ob er das jetzt hier einfach finishen kann. Oh, die offenen Wunden werden da aufgerissen. Das hat er bis heute noch nicht verdaut, glaube ich. Aber ja, hier macht er selber so ein bisschen den XP-Kill. Das war's. Das war... KGB war hier in der Situation. Was sollen sie machen? Sie können nicht defenden, sie sehr können sehr nicht fighten. Und sehr, damit steht der Spandauer Inferno 1-0 vorne hier backen. So Leute, Zwischenstand. Ja, wir haben das erste Game gespielt. Habt ihr ja gesehen. Richtig reingebolzt. Wir bereiten uns jetzt fürs zweite Spiel vor. Und hoffen, dass es genauso gut läuft. Mal gucken, ob wir was Spannendes picken. Kurzes Update für euch. Bis gleich in Game.
Ja, insgesamt ist es eine relativ Early-Game-lastige Komposition, würde ich sagen, beim Spandauer Inferno. Man hat Lee Sin, man hat LeBlanc da an der Seite von Spin. Und es ist bei KGB deutlich tankiger, also deutlich mehr auf diese Teamfights. Man kann sie länger überleben, man hält mehr aus. Es ist ein bisschen eine Taktikänderung. Also man hat so ein bisschen den Switch gesehen. Man versucht es jetzt mit einer anderen Composition und versucht da jetzt gegen das Spandauer Inferno ein bisschen weiter ins Late-Game zu spielen. Zweites Spiel im Finale. Jawohl, wir sind live Wacken. Ihr seid noch da, ihr seid noch heiß. Das Spandauer Inferno gegen KGB. Es könnte das letzte Spiel des Abends werden, aber noch sollen wir hier nichts predikten. Schöner Hook dann nochmal von Swain, der da versucht zu re-engagen, aber er ist allein. Jetzt kommt Morgana zu Hilfe und wir sehen Pike da aus dem Jungle. Und den kann man jetzt gerade nicht sehen, er ist unsichtbar hier durch den Wall-Jump. Schöne Q von Morgana und das ist super wichtig, wie man das jetzt hier ausspielt. Aber man bekommt den Frag nicht und damit ist es super schwierig für Sola, der jetzt alleine gelassen wird. Super viele Schilder, der Flash von Pike und das wird nicht gewesen sein. 1-1 der Trade, immerhin für Sola, gut gespielt, aber da ist plötzlich Kevin. Und damit hat man nicht gerechnet, der Teleport ist da. Und damit geht der Fight trotzdem für das Spandauer Inferno aus. Super gut ausgespielt und das ist das, was wir sehen von Kevin. Der macht einfach die Erfahrung, der ist so schnell von der Toplane da und holt da seinem Team den Support raus. Vielleicht auch mit einem kleinen Insect-Play. Es ist immer bei Lee Sin schwierig zu sagen. Jetzt kommt erstmal der Fight in der Mitte zwischen LeBlanc und Vladimir. Da kommt die Chain of Corruption mit der Ultimate und da ist der Connect von Tim. Der Frag kommt auf jeden Fall von Lee Sin und der wird aber nicht rauskommen. Der Tower ist zu stark und jetzt muss man schauen, dass Johnny hier vielleicht den Setzen noch kann. Aber dafür war Ignite einfach mit drauf und ja, Johnny mit 2-0 bzw. 1-1 getradet und dann noch den zweiten Kill von Unlucky Me. Und Pike jetzt hier mit dem Moviboost, aber nicht hin auf der Botlane. Ja, man versucht mit dem Engage durch die Kanone, aber dafür war das Bell-Shield von Morgana zu gut. Trotzdem fällt Swain ja einfach extrem schnell und Morgana hat auch eigentlich keine Chance, da lebend rauszukommen. Ja, es war clean runtergespielt von Spin. Keine Chance für KGB, dagegen direkt anzugehen und wir gehen direkt weiter. In der Mitte versucht man das 1v1 von Johnny da ein All-In wirklich komplett reingesetzt und der Schaden ist schon ziemlich immens. In Charmaka, Vladimir da auch sehr, sehr oft gespielt, habe ich letztens sogar gegen ihn im Solo-Queue gespielt und die haben da sogar noch Ultimate bekommen. Überlebt das Ganze, aber jetzt wird das gewesen sein. Oh, das ist wirklich! Ja, Konsequenzen auf jeden Fall. Wir sehen es jetzt schon wieder. Das Spandauer Inferno baut schnell wieder Lead auf, sobald sie rauskommen. Jetzt kommt der Rotationsweg von Johnny und das ist clean. Da kommt der Tower Dive und Kevin kann da einfach sehr lange drinstehen. Da hat man keine Chance bei Gangplank. Wo will man hin? Und der wird jetzt hier so langsam in Richtung ersten Tower gehen. Das juckt. Das schöne Q. Das war richtig wichtig. Aber diese Combo von Heimerdinger. Und dann wird das Spandauer Inferno ja einfach absolut Rampage gehen. Double Kill für Lee Sin. Und so ist das absolut clean. Und der Dive einfach nicht so gut möglich für KGB. Und jetzt sehen wir endlich diesen First Blood Tower, den ich schon lange gesehen habe. Hier Kevin, der in der Top Lane stark ist. Schönes Flash von Sola. Und der Sidestep hier. Beide Champions. Und jetzt kommt er vielleicht sogar raus. Sola, du Tier! Sola, unfassbar gut hier auf seinem Heimerdinger. Und er zeigt uns einfach, was er kann. Mechanisch war das unfassbar schön. Er sidesteppt da alle Autotech. Er sidesteppt die beiden Fähigkeiten. Wird nicht gestunt. Und jetzt geht Kevin hier weiter auf Swain. Dann baiten wir das halt so richtig sneaky. Baron geht auf zu zweit. Und jetzt kommt der Engage wieder von der Seite. Man hat keine Wards, man hat keine Ahnung, worauf man da gehen soll. Und jetzt schafft man aber den Kill sogar auf Johnny. Gut gemacht, damit der Ultimate von Vladimir die viel Schaden zieht. Aber ja, Unlucky Me ist da bereit. Mit Lee Sin wartet noch kurz, um den Flash eventuell zu sehen. Aber dann war es das mit der Q. Der Schaden wird gesehen. Und das war's. Jetzt muss Kevin aber vorsichtig sein. Es ist im 1 gegen 2. Aber er macht so viel Schaden gegen Pike. Und damit bekommt er den ersten Kill. Und er schafft sogar im 1 gegen 2 den Double Kill. Auto-Hitte. Gangplank ist down. Und Kevin erneut mit Renekton, unfassbar stark. Wenn es keinen Sinn mehr macht zu disengagen, vielleicht einfach alles zu versuchen, alles reinzuhauen. Jetzt kommt der Go von Pike. Schöner Stun hier gegen Sola und das wird er nicht überleben. Da kann er machen, was er will. Shutdown für die Morgana in diesem Fall gegen Sola. Jetzt kommt von der Seite aber Kevin und dann wird der Fight gestohlen. Schönes Anteil von dem Knockup Rakan. Wunderbar gespielt, Double Kill für Kevin und man dreht den Fight, obwohl der Pick auf Sola so gut gespielt war. Und das Spandauer Inferno gibt einfach keinen Fight ab. Renekton, oh mein Gott, dieses Inventory, das ist so brutal. 184 zu 134 CS nach 17 Minuten. Kevin, jetzt schon über dem Minutenfarm und das ist einfach wirklich unfassbar stark. Der mitgeht, zusammen sind sie ein vollwilliger Dezu und jetzt Oh, wieder ist es Kevin, der den Einsatz macht. Schönes Sonjas, aber es wird ihr hier nicht das Leben retten können mit dem Flash. Er kommt vielleicht sogar weg, aber da ist Kevin und er macht den Double Kill mit dem Dash. Flasht über den Inhibitor, holt sich den Triple Kill in dieser Situation. Und Kevin, absoluter MVP in diesem Spiel mit 10-0-0 und er geht einfach immer weiter. Der will mehr! Der will mehr, geht auf Pike, aber den schafft er nicht, der Shutdown ist da. Alter Schwede, Kevin! Spiel einfach out of his mind in diesem Spiel. 10-1 steht er jetzt, aber er ist so stark. Es ist so unfassbar schwierig, den Renekton, der einmal... Tim, er geht rein! Das ist fast der Double Kill für Unlucky Me!
Wahnsinn, diese Q, die hier connected. Und jetzt zeigt einfach jeder hier, was einem Holzeck geschnitzt ist. Stark von Spandauer Inferno. Und ich denke, die werden das jetzt einfach zu Ende pushen. Da war das Lee Sin-Syndrom ganz stark. Aber dieses Mal hat es funktioniert. My mind is telling me no, but my body is telling me yes. Oh, und Sola kriegt da wieder einiges ab. Muss aufpassen, dass er jetzt hier nicht im Solo-Kill stirbt. Aber Unlucky Me, der macht hier einfach mal Keller währenddessen fertig. Jetzt kommt noch die Unterstützung von Kutscher, der da versucht, ein bisschen mit den Schilden zu regeln. Unlucky Me versteht kaum Leben. Und da jetzt in den nächsten, dieses Mal der Kill für Sola. Und das ist einfach jetzt so einfach. Es sieht so einfach aus vom Spandauer Inferno. Einer nach dem anderen geht da rein. Und einer nach dem anderen holt sich da die Kills ab. Und die Leute von Spandauer Inferno springen auch immer hin und her. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, wo wer ist. Unlucky Me dive da komplett in die Nexus Tower rein. Das ist ihm so egal, weil er weiß, dass sein Team dabei ist. Er weiß, dass man den Fight gewinnen kann. Erneut ein 2 für 1 und das Spandauer Inferno ist so stark dabei und das dürfte es jetzt gewesen sein. Mit einem wundervollen 2 zu 0 gewinnt das Spandauer Inferno hier definitiv diese Wacken Championship und ist der Wacken Champion 2018. Jetzt hier wird nur noch Musikalia gesnackt, aber Leute, noch ein paar Sekunden. Eventuell werden die es finishen. Die Nexus ist hier niedrig. Oh, Johnny geht hier nochmal down. Jetzt Renekton, ja, Kevin, ja, Kevin. Oh, der Heal, der Heal. Oh, Spandauer Inferno gewinnt es. 2 zu 0. Spaß hier direkt. Mal hier zu meinem Kollegen, was ist denn? Ja, ich hab mal wieder sofort gewonnen. Ich wechsle von Gaster zum Boss. Und ich muss sagen, das war noch zwei wirklich beeindruckende Spiele des Spandauer Inferno. Hört oder nicht, Wacken ist sehr laut mit der Folge. Und ja, haben das zweite Game auch gut rasiert, waren sehr confident, haben perfekt gespielt an sich, also war wirklich top-notch, haben mir wirklich keine Chance gegeben an sich. Natürlich musste Sola natürlich den First Man abgeben, weil warum nicht, Sola halt. Aber alles in einem übel geiles Event, auch hier so Abschluss war da, also war ultra viel Spaß gemacht. Und Wacken mal zu einem Festival, weil überhaupt mal ein Festival kennenzulernen, war ich noch nie tatsächlich. Und es einfach in Verbindung mit League of Legends zu setzen, ist übel geil. Von daher Grüße gehen raus an die Knacks für diese Möglichkeit. Wirklich einfach klasse, danke schon nochmal da an dieser Stelle. Und ja, war klasse. Jetzt geht's los.